Hallo, schön, dass du das Video anschaust. In dem Video geht es darum, wie wir unser Librem 5 flashen können. Ich benutze selbst kein Debian, daher habe ich meinen Raspberry Pi genutzt und habe dort ein Ubuntu 2010 Image draufgespielt. Und darauf basierend ist jetzt dieses ganze Reflashing Video. Ich hoffe, das eine oder andere bringt euch auf jeden Fall weiter. Also, als erstes melden wir uns auf dem System an. Als erstes installieren wir ein paar grundlegende Pakete, die wir benötigen. Die findet ihr auch unten noch in der Beschreibung. Ihr müsst die jetzt nicht abschreiben. Nachdem wir die installiert haben, wechseln wir in das Verzeichnis Opt. Ihr könnt das natürlich auch in Home machen, wo ihr möchtet. Und zieht erst einmal eine Kopie von dem Build Repository von Purism. So, nun können wir in das Verzeichnis reinwechseln. Und da müssen wir uns jetzt das Universal Update Utility einmal selbst kompilieren. Das ist in der Laufzeitumgebung nicht da. Dem Kompilateur ist nichts zu schwören. Nach der Installation müssen wir jetzt einmal noch die Abhängigkeiten des Paketes auflösen. Dafür gibt es build-deb. Jetzt wird noch ein udev-rule von dem Librem Flash Image hinzugedübelt. Jetzt kann man auch ohne root flashen. So, und jetzt möchte ich ganz gerne ein Image auf das Smartphone flashen. Ohne Angabe wird immer default das aktuellste gezogen. Das ist in dem Fall das Librem 5 R4. Ja, die ganzen Connection Errors sind nur dafür da, um zu gucken, ob die Prüfsummen funktionieren am Ende. Das liegt wohl daran, dass der Raspberry Pi kaum Empfang hat. So. Jetzt wird noch mal ganz kurz eine Prüfsumme berechnet. Fertig. Jetzt wird das Ubuntu-Image runtergezogen. So, jetzt erwartet das Skript, dass wir das Smartphone anschließen. Wichtig ist, ihr müsst erst einmal die Akku rausnehmen. Die muss gleich im Flash-Vorgang eingesetzt werden. So, dann Lautstärke nach oben gedrückt halten die ganze Zeit, dann USB unten einstecken und das Skript läuft sofort los. Wartet ihr, bis das Ubuntu-Image überspielt wurde, das seht ihr bei 100%, das sind einige Sekunden, 1-2 Sekunden. Dann steckt ihr die Akku rein, wartet eine Sekunde und wenn der Step 1% anzeigt von dem Aufspielen des Images, dann könnt ihr auf jeden Fall die Lautstärke wieder loslassen und wartet halt einfach. So, das wurde jetzt aufgespielt, das neue Image. Kabel wieder ab. Dann einen Ausschalter gedrückt halten, so lange, bis das Telefon ausgeht. Und ganz normal einschalten. Grüne LED leuchtet, Ubuntu Loader startet, hat übergeben und das Image wird gestartet. So, wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, ein Abo würde mich auf jeden Fall freuen und die Klingel, falls ihr immer am Ball bleiben wollt.